Okay, weiter geht's nach auf der Jagd nach dem Gravity Suit, den wir jetzt auch gleich erreichen werden. Zumal durch diesen nervigen Gang hier, in dem man dummerweise alle Gegner besiegen muss, um weiterzukommen. Richtig nervig sind dabei diese Fliegen vor allem. Das sollte eigentlich jetzt nicht weiter ein Problem sein. Ja, das Ziel ist dieser, auf der Karte, da dieser blaue Gang, der sich direkt unter dem befindet, wo ich jetzt gerade bin. Wo hier draußen sind zwar noch zwei versteckte Missile Expansions, aber die werde ich mir jetzt mal nicht holen, weil das würde wieder zu lange dauern und dann müsste ich auch wieder den ganzen Weg durch das Schiff zurückgehen. Deshalb werde ich das jetzt mal außen vor lassen. So, hier sind wir auch schon in dem Raum. Jetzt noch eben mit dem Grappling Beam schnell über die Spikes und dann müssen wir auch gleich schon bei der Statue sein, die uns dann in einen Geheimgang tragen wird. Das Ganze beschleunigt, hier spule ich mal ein bisschen vor. Das ist eigentlich nicht viel vorzuspulen, weil bei der Aufnahme sieht man das am Ende eh nicht. Also von daher ist das auch völlig egal. So, und hier links durch die Tür ist auch schon der gesuchte Gegenstand. Und mit Hilfe des Gravity Suit kann man jetzt auch sich endlich normal unter Wasser bewegen oder auch in bestimmten Lavabecken. Ohne dass man Schaden nimmt oder dass man ja, sich wie vorher langsamer bewegt. Ist schon sehr, sehr nützlich, das Ding. Und zusätzlich wird nochmal der Schaden ein bisschen verringert, wenn man getroffen wird. So, ich werde mir hier jetzt noch schnell ein paar Extras holen. Einmal hier, wie man sieht, die Missile Expansion und dann ist da weiter hinten noch ein Reservetank versteckt. Dann können wir uns jetzt eigentlich auch schon in den nächsten Abschnitt aufmachen. Nämlich nach Maridia, die Unterwasserwelt. Ja, ich habe nicht Lust nochmal runterzufallen, obwohl es jetzt bei weitem gar nicht mehr so schlimm wäre dank dem Gravity Suit. Gehen, oder? Ja. Und
Freund hier erledigen. Und ich werde mir noch schnell einen Energietank holen, aber keine Angst, der ist direkt auf dem Weg. Also nicht ganz direkt, aber man muss auch keinen riesen Umweg dafür in Kauf nehmen. Selbing angekommen. Hier schnell rüber. Und dann sollte das auch schon alles gewesen sein. Jawohl. So, und hier sind wir auch jetzt schon auf direktem Weg nach Maridia und sind auch gleich schon da. So, ein paar Abschnitte kämpfen, dann sollte das eigentlich, das sollte auch weiterhin kein Problem sein. Nicht. Die brauchen eigentlich gar nicht. Da fliegen dann nur solche dämlichen kleinen Viecher raus. Zumindest mal nützlich, wenn man ein bisschen Energie oder sowas braucht. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, hier war irgendwo ein Geheimgang versteckt. Hier einfach mal eine Powerbombe. So, wo war der jetzt noch gleich? Weiter links. Ah ja, genau da. Ja, hier müsste jetzt auch schon der Aufzug sein. Da wären wir auch schon. Na gut, von Unterwasserwelt ist hier noch nicht viel zu sehen, aber das kommt dann. Gegner sein. Man muss nicht von diesem, von diesem Greifer erwischt werden. Das wird nämlich einen riesen Umweg zur Folge haben, auf den ich jetzt mal gar keinen Bock habe. So. Na. Da kann ich noch nicht durch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube hier war irgendwo auch noch eine Tür, die zu versteckten Items führt, aber ich weiß nicht mehr genau wo, deswegen nehme ich jetzt einfach mal hier den Durchgang hier, damit wir schnell weiterkommen. Nervige Treibsand. Muss man
immer sehr schnell hier diese Viecher einfrieren, damit man die als kleine Plattform benutzen kann. Sonst ist das nämlich über diesen Treibsandzöpfen sehr, sehr nervig. So, und ich mach mal an dieser Stelle jetzt eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal.